hallo Leute, und da melde ich mich wieder zurück zum Let's Play F-Zero X. Als nächstes machen wir den Queen Cup. 3, 2, 1. Warum muss die Samurai Koro mich aufhalten? Ah, verdammt, der wollte schon abwehren, der Trottel. Nein! Finish! Gerade an dem wichtigsten Moment verliert er gerade die Kontrolle. Und das hat mir jetzt logischerweise den ersten Platz gekostet. Three, two, one. Ding, 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 ding. You got boost power! Boost power!
verdammt, Heiko! Holy shit! Puh, that was close! Yeah! The final lap! Jetzt gehe ich auf volles Risiko. Finish! Wow, dass ich da noch den Platz 2 geholt habe, wundert mich jetzt. Ich dachte, Jordan Summer war vor mir. So ein Scheiß. Three, two, one. Ich war am Rande der Zerstörung und ich hab's doch irgendwie überlebt. Three, two, one.
Also das hat mich jetzt sprachlos gemacht. Ich war mir 100% sicher, dass ich über die Ziellinie war. Aber nein. Das heißt Retire. You got boost power. So viel Energy. Das wird nie und nimmer ausreichen. Doch, es hat ausgereicht. Also es gab schöne und leider auch bittere Momente. Da beginnen wir mit Sektor Alpha, dass ich in der letzten Runde die Kontrolle verlor vom Ziellinie. Dann hätte ich noch was Großes erreichen können. Vielleicht auch auf Platz 1. Und Devil's Falls 2, ja, das war einfach too heavy. Mit so wenig Energy und das noch auf eine schmale Passage da durchzukommen, das war echt großes Glück für mich. Und Big Blue war einfach so bitter, dass es auf der Ziellinie noch explodiert ist und nicht als übers Ziel oder als Sieger erklärt wurde. Ja. Aber sowas kann manchmal auch passieren.
das dann zum 557. Part, obwohl es nicht mehr so viele Parts sind. Aber ich hoffe dennoch, euch hat diesen Part gefallen. Könnt ihr mit Daumen hoch oder Daumen runter bewerten. Und verpasst nur nicht die nächste Folge. Da kommt wieder der King Kong. Und ciao.